Wenn du aufgeschlossen, freundlich und zuverlässig bist, dann könnte eine Ausbildung oder ein Studium in der Verwaltung genau das Richtige für dich sein. Bevor du diese Karriere beginnen kannst, wartet auf dich allerdings ein Einstellungstest. Je nach Behörde findet der in einer unterschiedlichen Art und Weise statt. Einige veranstalten einen ganzen Auswahltag, während andere einzelne Abschnitte getrennt voneinander durchführen. In diesem Video erkläre ich dir alles rund um den Ablauf und die Anforderungen des Auswahlverfahrens der Verwaltungsbehörde, damit du dich ideal darauf vorbereiten kannst. Wir von Testhelden unterstützen tausende Bewerber und Bewerberinnen bei der gezielten Vorbereitung auf das Auswahlverfahren der Verwaltung. Bereite dich also gerne auch mit unserem Online-Testtrainer einfach digital und effektiv auf alle Bereiche deines Einstellungstests vor und tritt unserer Community für einen noch intensiveren Austausch bei. Den Link zu unserem Online-Testtrainer findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Generell wird das Auswahlverfahren in 4 Abschnitte unterteilt. Diese sind ein schriftlicher Test, eine Teamaufgabe, eine berufsspezifische Aufgabe und ein Interview. Je nach Behörde können alle 4 Bereiche, eine Auswahl davon oder auch nur das Interview stattfinden. Der schriftliche Test wird entweder vor Ort durchgeführt oder als Online-Test angeboten und dauert normalerweise zwischen 50 und 80 Minuten. Abgefragt werden für gewöhnlich die Themen Allgemeinwissen, Deutsch, Mathematik, logisches Denken und Konzentration. Es kann aber auch sein, dass nicht alle dieser Themenbereiche abgefragt werden. Das Allgemeinwissen bezieht sich meistens auf die Bereiche Geschichte, Geografie, Politik und Wirtschaft. Als Verwaltungsfachangestellter arbeitest du in einer deutschen Behörde. Das heißt, innerhalb dieser Behörde wird ein grundlegendes Allgemeinwissen speziell in Bezug auf Deutschland erwartet. Bereite dich also nicht nur mit den typischen Lernaufgaben vor, sondern verfolge auch die täglichen Nachrichten, um auf tagesaktuelle Fragen vorbereitet zu sein. Da du intensiven Kontakt mit Menschen und zum Teil auch mit anderen Behörden pflegst, wird ein hoher sprachlicher Standard von dir erwartet. Um dich darin zu prüfen, werden dir Aufgaben im Bereich der Rechtschreibung und Grammatik gestellt. Es kann aber auch sein, dass du einen kleinen Aufsatz verfassen musst. Dabei wird dann natürlich noch besonders auf deine Ausdrucksweise Wert gelegt. Außerdem solltest du darauf achten, dass du deine Argumente belegst, anstatt nur oberflächlich Behauptungen aufzustellen. Je nach Behörde kann dieser Bereich intensiv oder auch nur kurz abgefragt werden. Generell wirst du als Verwaltungsfachangestellte immer wieder mit Zahlen und leichten Mathematikaufgaben zu tun haben. Deshalb werden vor allem der Dreisatz und die Zinsrechnung im Test abgefragt werden. Als Verwaltungsfachangestellter musst du die unterschiedlichsten Sachverhalte klären. Deshalb wirst du auch im Bereich Logik abgefragt, um zu überprüfen, wie schnell du kombinieren und scharfsinnig analysieren kannst. Aber keine Sorge, wenn man die Aufgabentypen vom Grund her einmal verstanden hat, dann ist auch dieser Themenbereich auf jeden Fall gut machbar. Generell kannst du mit folgenden Aufgabenbereichen rechnen. Das ist einmal Symbolrechnen, Wortpaare oder Oberbegriffe finden, Analogien, Matrizen, Dominosteinaufgaben, Würfelaufgaben und Aufgaben zum räumlichen Denken, wie zum Beispiel Flächenzählen oder Flussdiagramme. Hierbei geht es um deine allgemeine Konzentrationsfähigkeit und Genauigkeit, denn besonders bei der Bearbeitung von Bescheiden solltest du dich nicht zu Fehlern aufgrund von Konzentrationsmangel oder Ungenauigkeit verleiten lassen. Da du mit deinen Kollegen in engem Kontakt stehst, legen die Behörden großen Wert auf Teamarbeit. Die Teamtests sind sehr unterschiedlich, deshalb kann ich dir hier schwer so ein konkretes Beispiel nennen. Aber grundsätzlich können Teamarbeiten in 3 verschiedenen Formen auftreten. Nämlich in Gruppendiskussionen, Rollenspielen und Konstruktionstests. Bei der Gruppendiskussion sollt ihr beispielsweise einen Gesetzestext in einem konkreten Fall anwenden und interpretieren. Achtung, dabei kommt es aber nicht primär auf das Endergebnis selbst an, sondern wie du innerhalb des Teams agierst. Beim Rollenspiel gibt es normalerweise vorher nochmal konkrete Vorgaben vom Prüfer. Der Prüfer gibt dabei Anweisungen zum gewünschten Verhalten oder zu Aussagen. Ein Beispiel kann zum Beispiel eine simulierte Diskussion von Kollegen sein. Die Diskussion kann sich um banale Sachverhalte handeln und einer bekommt dabei dann die Anweisung, nicht von seinem Standpunkt abzuweichen. Dadurch können die Prüfer dein Verhalten in einer bestimmten Situation beobachten und sehen, wie du dich verhältst. Konstruktionstests sind normalerweise so aufgebaut, dass eine Figur innerhalb einer vorgegebenen Zeit nachgebaut werden muss. Das exakte Nachbauen der Figur ist in der angegebenen Zeit aber komplett unmöglich. Das ist aber genauso beabsichtigt, denn dadurch können die Prüfer das Teamverhalten unter Zeitdruck und Stress beurteilen. Hier geht es um die Bearbeitung eines möglichst realitätsnahen, vereinfachten Falls.
Dabei kann es auch sein, dass du ein kurzes Referat über ein gewisses Thema ausarbeiten sollst. Dafür werden normalerweise alle Informationen, die du brauchst, zur Verfügung gestellt und deine Aufgabe besteht dann darin, die Informationen verkürzt, aber verständlich darzustellen. Das Einzelinterview dauert häufig zwischen 30 und 45 Minuten. Meistens hast du drei Gesprächspartner, zwei Arbeiter aus den Sachgebieten und einen Mitarbeiter des Personalrats. Allgemein können dir Fragen über die Behörde oder die Ausbildung, Fragen zu deiner Person, deiner Motivation oder über die Stadt, in der du dich bewerben möchtest, gestellt werden. Solltest du selbst auch Fragen haben, darfst du diese ebenfalls während dieses Gesprächs stellen. Zu all diesen Themen gehen wir in unserem Online-Trainer für den Einstellungstest in der Verwaltung aber auch nochmal ganz genau ein und unterstützen dich mit zahlreichen Beispielaufgaben, Lösungswegen und natürlich Tipps und Tricks rund um deine Prüfung. Gleichzeitig ermöglichen wir dir den Austausch mit zahlreichen anderen Bewerbern, damit du dich noch sicherer und optimal vorbereitet auf dein Auswahlverfahren fühlst. Check dafür einfach mal den Link unten in der Videobeschreibung. Und wenn dir das Video jetzt gefallen hat, dann zeig uns das doch gern mit einem Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal, um keine Videos rund um deinen Traumberuf mehr zu verpassen. Hast du noch weitere Fragen? Dann schreib sie uns gerne unten in die Kommentare. Wir von Testhelden wünschen dir auf jeden Fall schon mal viel Erfolg bei der Vorbereitung und herzlich willkommen in unserer Community.